Nun gut, haben wir nicht geschafft. Schade. Ja, Zeit ist noch da, ne? Also gucken wir mal weiter. Was machen wir denn noch? Wir probieren mal den Pistolera-Stand und schauen, was es da gibt. You have to think fast to survive the wilds, and none thought faster than the slingers. They could shoot their pistols with the speed of a machine. Aha. Genau. Also, müssen wir machen. Ziele schnell zerstören. Then you just when to start shooting, and when to stop. Those pistols could spit out rounds just as quick as you could pull the trigger. Aber bin ich mal gespannt. Bin normalerweise nicht so gut in sowas. Learning the holes of fire could be its own challenge. Aber es wird. No matter how fast you are, zweiter Preis. Nun gut, immerhin, ne? Schmieriges und sehniges. 700 Punkte. Okay. Ich denke nicht. Das werde ich wohl nicht schaffen. Well, even the slingers weren't quick enough to escape the calamity. Nun gut, dann weiß ich jetzt auch nicht, was wir noch machen. Jetzt haben wir die alle mal nochmal durchgemacht. Oh, wir könnten es nochmal probieren hier. Geben wir vielleicht noch einen Preis. Schauen wir halt mal. Kid pays another visit to the scrapyard for old time's sake. Worked too slow and all you got was a sore back. Some folks invested their earnings to forge even better hammers. A good day smashing could feed a family for a week. So, etwas was Verkehrtes? Oh, mhm. Auch für eine bestimmte Waffe, die wir also noch nicht haben. Unter 27 Sekunden, okay, das ist hart. Und wir haben keine Kristalle mehr. Das macht die Sache nicht besser. Naja, ich würde jetzt sagen, dann machen wir halt nochmal schnell irgendwie eine Runde. Hier Sumpf. Und ich denke, das schaffe ich noch zeitlich. Ja. Also auf wie. After Zolf's little episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid, and I won't be able to guide you back. Tja, werden wir doch mal sehen. Let him go. What else could I do? What could any of us do? Zolf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. Oh je, der böse Sulf. Oh, ich hab's dir gesagt. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Ja. Ich
könnte jetzt natürlich sagen, es ist noch zu früh für mich, aber ich falle eh ständig runter. Shame, the only place to fill that prescription is out here in the wilds. This place is intoxicating. Okay. Don't know where he's gone. Might be gone for good, for all I know. Ajo. Gut, dann wollen wir mal, ne? Schauen wir mal. Jetzt haben wir hier wieder diese wunderschöne Musik. Wherever he is. Somewhere I've never been. Somewhere I never want to go. Super. Ach da, Sirene. The dead welcome him with open arms. Kid pops him good. Das hatten wir ja alles irgendwie schon mal. That a survivor? No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. Leichter wird's nicht. What do you say to a kid who's seen too much? I'm Zulf of Eura. Pleased to make your acquaintance. Now the kid sees something stranger still. Did anybody else survive? Sure enough, he finds peckers, lunkheads, wallflowers, pincushions, vine apples, swamp weeds. Ankle gaiters. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Also da hat's gerade jetzt meine Fraps zerschossen. Eigentlich gerade noch rechtzeitig, damit ich nicht gesehen habe, wie ich gnadenlos untergegangen bin. Und ja, jetzt muss man die Mission halt nochmal von vorne machen. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil ich will euch ja auch was bieten für eure Zeit. Und deswegen tun wir da mal ein bisschen die Schwierigkeit erhöhen. Aber nachdem ich gerade eben schon richtig draufgegangen bin, werde ich hier wohl jetzt nicht unbedingt mehr aushalten. Ja, gut. Sieht jetzt nicht so aus, als könnte ich irgendeinen neuen Gott freischalten. Also machen wir einfach mal weiter. So. Ja. Sumpf, genau. Da wollen wir hin. After Zulf's little episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid. And I won't be able to guide you back. Well, I let him go. What else could I do? What could any of us do? Falsche Taste. Muss mich da jetzt nur schnell nochmal reinfinden. Zulf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. So. Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. This place is intoxicating. Hallelujah.